Das Team des UFO Magazine ist in Fort Collins, Colorado und untersucht einen der seltsamsten Hinweise auf UFO-Nachbauten der letzten Jahre. Dieses Foto ist angeblich vor kurzem in Bakersfield, Kalifornien aufgenommen worden. Es zeigt deutlich ein scheinbar sehr fortgeschrittenes Fluggerät. Das Bild wurde anonym in einem Internetforum veröffentlicht. Das Objekt ist reifenförmig, mit Spitzen auf der Oberseite, die scheinbar für Auf- und Vortrieb sorgen. James Carrion ist Leiter vom MUFON, eines weltweiten Netzwerks zur Erforschung von UFOs. Es wurde 1969 gegründet, um UFO-Phänomene unabhängig zu untersuchen. Seither hat es sich zu einer der wichtigsten Quellen für die UFO-Forschung entwickelt. Noch eine Fotoserie kam am 16. Mai aus Capitola in Kalifornien. Dieses Foto wurde unter anderem Namen veröffentlicht, zeigt aber dasselbe Objekt in einem anderen Teil Kaliforniens. Nachdem die ersten Bilder im Mai publik wurden, erhielt MUFON weitere Bilder. Angeblich mit einem Handy aufgenommen. Drei Fotoserien anscheinend vom selben Objekt. Wie hängen sie zusammen? Die meisten Aufnahmen wurden in der Nähe der Stadt Saratoga in Kalifornien gemacht. Außerdem liegt das Ames Research Center der NASA in der Nähe, sowie in 16 Kilometern Entfernung das NASA-verwaltete Moffett-Flugfeld. Daher wurde vermutet, dass das Fluggerät eine Schöpfung der US-Regierung war. Wenn man sich die letzte Fotoserie aus Big Basin in Kalifornien genau ansieht, erkennt man darauf auch Symbole. Die kryptischen Symbole auf der Drohne passen in kein bekanntes Alphabet. Doch eine Person behauptet, ihren Ursprung zu kennen. Ein Mann namens Isaac hat im Internet behauptet, dass er die Zeichen erkannt hat, weil er in den 1980er Jahren als Ingenieur bei einem Geheimprogramm der US-Regierung namens Carrot beschäftigt war. Im Juni 2007 behauptet ein Mann, der sich Isaac nennt, im Internet Ingenieur in einem geheimen Regierungsprogramm namens Carrot gewesen zu sein. Einem Forschungsprogramm für die kommerzielle Nutzung außerirdischer Technologien. Er untermauerte seine Behauptungen mit Dokumenten, die er angeblich aus dem Carrot-Programm entwendet hatte. Er sagte, das Militär war darum bemüht, die außerirdischen Gegenstände zu verstehen und zu nutzen. MUFON hat die Behauptungen untersucht und die Dokumente auf Echtheit überprüft. Er hat eine Reihe von Dokumenten veröffentlicht und behauptete, die Flugkörper hätten eine Art von Unsichtbarkeitsmechanismus benutzt. Die Fotos hätten nur aufgrund einer kurzzeitigen Störung gemacht werden können. Die Thesen dieses anonymen Zeugen wirken extrem. Doch Wissenschaftler, Experten und Ingenieure aus der ganzen Welt behaupten, dass viele Regierungen während der letzten 60 Jahre den Nachbau außerirdischer Technologie betrieben haben. Niemals zuvor sind derartige Behauptungen mit solch detaillierten Dokumenten und Fotos belegt worden. Schaut euch das an. Was, wenn dieses Nachbauprogramm tatsächlich stattfand und das die ersten Testflüge waren? Um eine bessere Einschätzung der Beweise zu bekommen, brauchen wir einen Experten, der die Fotos begutachtet und uns eine sachgemäße Auskunft geben kann.
Also eines kann ich euch sagen. UFO-Nachbau ist sehr schwer nachzuweisen. Aber es gibt für diesen Bereich Experten, die uns erklären können, was tatsächlich alles entwickelt wurde. Also Pat, lass uns die Bilder mitnehmen und sie diesen Experten vorlegen. Alles klar. Das Team reist nach Littleton in Colorado, um einen Ingenieur zu treffen, der behauptet, er habe Informationen über UFO-Nachbauprogramme der Regierung aus erster Hand. Darüber habe ich seit Jahren nicht gesprochen. Ich wollte es nicht, weil es ein Geheimprogramm war. John Schüssler arbeitete von 1962 bis 1998 für die NASA, unter anderem am Gemini- und Apollo-Programm. Während des Gemini-Programms kam er zum ersten Mal mit dem UFO-Phänomen in Kontakt. Das war beim ersten Gemini-Flug mit einer Titan II, einer unbemannten Mission. Am 19. Januar 1965 startet die Gemini-Titan II-Rakete um 14.03 Uhr Ortszeit. Einige Minuten später, als sie sich noch in der Stratosphäre befindet, bemerkt Schüssler etwas Ungewöhnliches. Als sie das erste Mal die Erde umrundete, sahen wir auf dem Radar zwei Objekte neben ihr. Beim zweiten Mal waren sie verschwunden. Dieser mysteriöse Vorfall war der erste einer Reihe von Sichtungen, von denen Experten glauben, dass sie von Astronauten gemacht wurden. 3. Juni 1965. Die Gemini 4-Kapsel ist in ihrer Umlaufbahn über Hawaii. Der Astronaut James McDivitt hat Dienst, während sein Kollege Ed White schläft. Plötzlich taucht etwas vor dem Fenster auf. McDivitt beschreibt es als zylinderförmiges Objekt, aus dem seitlich ein langer Arm herausragt. Er macht zwei Fotos und ändert dann mit Hilfe der Raketentriebwerke den Kurs der Kapsel, weil er befürchtet, mit dem Objekt zu kollidieren. Als er wieder aus dem Fenster schaut, ist es verschwunden. Es war offensichtlich, dass er etwas Außerirdisches gesehen hatte. Dieser Mann war Luftwaffengeneral. Er war ein erfahrener Kampfpilot und seine Schilderung war durchaus ernst zu nehmen. Das amerikanische Luftverteidigungszentrum NORAD erklärte, es müsse sich dabei um die abgetrennte zweite Stufe der Titan II-Rakete gehandelt haben. Obwohl McDivitt sicher war, etwas anderes gesehen zu haben, verfasste er niemals einen offiziellen Bericht darüber und weigerte sich auch öffentlich darüber zu sprechen. Schüssler begann, Dokumente über die UFO-Sichtungen der NASA zu sammeln, die beschrieben, wie die Objekte aussahen und wie sie sich fortbewegten. Seine Nachforschungen blieben nicht unbemerkt. Ich sollte nicht darüber sprechen. Aber ich wurde von einer Gruppe von Ingenieuren angerufen, die an der Weiterentwicklung des Tarnkappenbombers arbeiteten. Ich legte ihnen einige Unterlagen vor und sie versuchten herauszufinden, ob man diese Technologie nachbauen könnte. Kurz darauf arbeiteten sie bereits daran. Die Tarnkappentechnologie zählt zu einer der erstaunlichsten Entwicklungen der letzten 60 Jahre. Seit den 1940ern hat die Technologie rasante Fortschritte gemacht. Die Elektrotechnik wurde von Transistoren und der Mikroschalltechnik revolutioniert. Fortschritte in Materialien für die Luftfahrt ermöglichten es Flugzeugen, schneller zu fliegen, als man es zuvor für möglich gehalten hätte. Aber haben wir das allein geschafft? Ein einschneidender Vorfall ereignete sich zur selben Zeit, in die der Beginn dieser Technologierevolution fällt. Purer Zufall? Juni 1947. Eine fliegende Scheibe stürzt angeblich in Roswell, New Mexico ab.
Zeugen berichteten, das Objekt sei umgehend von der US Army abtransportiert worden. Der Gedanke liegt also nahe, dass es irgendwann einen Absturz gegeben hat oder wir ein solches Gerät irgendwie anders in die Hände bekommen haben. Neue Technologien werden plötzlich von zwei oder drei unterschiedlichen Stellen gleichzeitig gemeldet, als ob ein Samen ausgesät wurde, gewachsen ist und alle gleichzeitig zu ähnlichen Schlüssen gekommen sind. Welche Technologien? Es wurden zum Beispiel Glasfaserkabel in den ersten Berichten über die Abstürze erwähnt. Sie nannten sie anders, erwähnten aber eine glasartige Substanz. Unsichtbarkeit zum Beispiel. Wir hatten eine Menge Berichte über Flugobjekte, die verfolgt wurden und dann plötzlich verschwanden. Sie konnten weder vom Bodenradar noch durch Sichtkontakt der verfolgenden Flugzeuge oder deren Radar wiedergefunden werden. Viele technologische Fortschritte, die wir heute haben, wurden schon vor Jahren von UFO-Zeugen beschrieben. Vor kurzem wurde berichtet, dass man einen Panzer unsichtbar machen könne, indem die Landschaft um ihn herum auf ihn projiziert wird. Man kann ihn dann einfach nicht mehr sehen. Forscher des britischen Verteidigungsministeriums haben es vor kurzem geschafft, einen Panzer unsichtbar zu machen, indem sie das Umfeld auf einen Vordergrund projizierten. UFO-Zeugen behaupten schon seit langem, Objekte seien vor ihren Augen verschwunden. Sie waren dort, als die Gerüchte aufkamen. Was haben die Leute erzählt? Die Menschen reden zwar untereinander über diese Dinge, aber sie reden darüber nicht mit Fremden. Ihr Gemeinschaftsgefühl ist unüberwindbar. Darauf wird auch großen Wert gelegt. Wissen Sie, wer etwas Genaueres wissen könnte? Das sage ich nicht vor der Kamera. Ich habe ihn gefragt, Sie kennen doch diese Leute. Was haben Sie ihnen gesagt? Wer bewahrt die Fundstücke auf? Wo wird das UFO gelagert? Wollen Sie, dass Sie kurzen Prozess mit mir machen? Er sagte damit, nein, das kann ich nicht erzählen. Schüssler ist sich sicher, dass im Geheimen abgestürzte UFOs als Nachbauvorlage dienen. Es gibt viel zu viele technologische Fortschritte, von denen die Leute nicht wissen, woher sie kommen. Technologischer Fortschritt hat normalerweise eine komplexe Entwicklungsgeschichte, die es schwierig macht, den Ursprung zu ermitteln. Doch ein Luftfahrtexperte hat eine auffallende Ähnlichkeit zwischen einem UFO und einem revolutionären amerikanischen Flugzeug festgestellt. Die March Air Base in der Nähe von Riverside, Kalifornien. Der Luftfahrtjournalist Bernard Tournell hat das plötzliche Auftauchen der SR-71 untersucht, besser bekannt als Blackbird. Die US-Wunderwaffe im Kalten Krieg. Lockheed-Ingenieur Clarence Kelly Johnson schuf mit der SR-71 Blackbird ein Flugzeug, das gegen alle damals bekannten Regeln der Aeronautik verstieß. Ihr flacher Rumpf und die abgeschrägten Seiten reduzierten ihre Radarsignatur auf ein Minimum. Flugzeuge vergleichbarer Größe sehen auf dem Radar aus wie fliegende Häuser. Die SR-71 hingegen erscheint nur wie eine Tür. Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass Johnson diesen Effekt 25 Jahre vor der Präsentation des Tarnkappenbombers erzielte. Es war das erste Flugzeug, das hauptsächlich aus Titan bestand und das erste im Tarnkappendesign. Woher hatte Kelly Johnson seine Idee? Die sanften Kurven zwischen Rumpf und den kurzen Flügeln, die riesige Heckfläche. Eigentlich dürfte sie nicht fliegen können. Meinst du, dass der Ingenieur der SR-71 von einer UFO-Sichtung inspiriert wurde? Es steht fest, dass Johnson zwei UFO-Sichtungen machte und auch Berichte darüber verfasste. Waren seine UFO-Skizzen der Ursprungsbauplan der SR-71?
Im Dezember 1964 wurde die SR-71 offiziell vorgestellt. Die Geschwindigkeit von Mach 3, der Titanrumpf, und die revolutionäre Tarnkappentechnologie verblüfften Luftfahrtexperten. Einige fragten sich, ob das fortschrittliche Design mit Kelly Johnsons UFO-Sichtungen in Zusammenhang stand. Johnson starb 1990, ohne diese Frage beantwortet zu haben. Johnsons Konstruktion der SR-71 war revolutionär, so wie später das der U-2. Kelly hat ein UFO gesehen. Am 15. November 1951 beobachtet Johnson in Ogora, Kalifornien, ein Objekt am Himmel, in der Form eines Flügels, völlig anders als alle damals bekannten Flugzeuge. Er sah etwas Elliptisches, Metallisches, ziemlich Großes. Er machte noch eine zweite Sichtung. Am 15. Dezember 1953, zwei Jahre später, bemerkt Johnson ein dunkles, elliptisches Objekt, das bewegungslos am Himmel schwebt. Plötzlich beschleunigt es. Er sah ein seltsames Fluggerät mit zwei Triebwerken. Es war sehr schnell, aber es war kein Jet. Er wusste nicht, was es war. Johnson machte eine detaillierte Skizze des Objekts. Er schätzte die Länge auf etwa 60 Meter und die Flughöhe auf 4,5 Kilometer, etwa 50 bis 100 Kilometer entfernt. Die Skizze, die er von dem Objekt machte, hat große Ähnlichkeit mit dem Flugzeug, das er gut 10 Jahre später entwarf. Er sagte, er könne sich nicht erklären, was er gesehen habe. Interessant ist aber, dass zur gleichen Zeit auch andere Piloten Sichtkontakt hatten. Johnsons UFO-Sichtung wurde von unabhängiger Seite bestätigt. Von zwei Lockheed-Piloten, die sich auf einem Testflug mit der BV-2 bei Long Beach, Kalifornien befanden. Sie bestätigten, was er gesehen hatte. Die beiden Piloten bestätigen sowohl die Sichtung des Objektes als auch die Schätzungen von Geschwindigkeit und Flughöhe. Wir sollten bedenken, dass Clarence Kelly Johnson der Gründer der Lockheed Skunk Works war, einer Firma, die einige der fortschrittlichsten Flugzeuge der Welt entwickelte. Er war kein gewöhnlicher Ingenieur. Man muss sich also fragen, ob diese UFO-Skizze dem Design der SR-71 zugrunde liegt. Für mich als Ingenieur und Wissenschaftler wäre es sehr interessant, beispielsweise ein UFO nachzubauen. Dabei kann man sein vorhandenes Wissen nutzen und es weiterentwickeln. Was auch immer die Quelle seiner Inspiration war, Kelly Johnsons SR-71 war das erste in einer langen Reihe von Flugzeugen mit immer ausgefeilterer Tarnkappentechnik. Die SR-71 hat jedes heute eingesetzte Militärflugzeug geprägt. Die SR-71 ist nicht das einzige Flugzeug, dessen ungewöhnliches Design Fragen über seinen Ursprung aufwirft. Als der B-2 Tarnkappenbomber und der F-117 Tarnkappenjäger vorgestellt wurden, war ihr Nurflügelkonzept revolutionär. Doch noch verblüffender war ihre fehlende Radarsignatur. Durch eine streng geheime neue Außenhaut, von der Ufologen ebenfalls annehmen, dass sie von UFOs kopiert wurde, sind die Flugzeuge in der Luft praktisch unauffindbar. Ufologen erinnerten sich sofort an die UFO-Sichtung von Pilot Kenneth Arnold, der im Jahr 1947 unbekannte flügelförmige Objekte über Mount Rainier im US-Bundesstaat Washington sah. Die Leute glauben, dass Kenneth Arnold eine fliegende Untertasse gesehen hat. Was er tatsächlich sah, war ein Delta-Flügler, fast wie ein Tarnkappenbomber. Das Objekt, das in Roswell abstürzte, war keine fliegende Untertasse, sondern sichelförmig.
Heutige nur Flügeldesigns sind eine direkte Weiterentwicklung dieses Fluggeräts. Bei nur Flüglern verschmelzen Rumpf und Flügel zu einer Bumerangform. Ein solches Flugzeug hat zwar besseren Auftrieb und geringeren Treibstoffverbrauch, ist aber sehr schwierig zu manövrieren. Deutsche Ingenieure konstruierten 1944 einen düsengetriebenen Nurflügler, doch der Krieg hinderte sie daran, die vielen technischen Probleme des Flugzeuges zu beheben. Die amerikanische Luftwaffe begann ein ähnliches Programm, beendete es aber Ende der 1940er Jahre, als bei einem Absturz zwei Testpiloten und drei Ingenieure ums Leben kamen. Waren technische Details, die aus dem Roswell-Absturz gewonnen wurden, der Grundstein für die Perfektionierung des Nurflügler-Konzepts? Wenn UFOs tatsächlich existieren und ihre Technologie der unseren um Jahrtausende voraus ist, dann bin ich nicht sicher, ob wir sie überhaupt verstehen könnten. Das sogenannte Reverse Engineering beinhaltet den Nachbau einer komplexen Maschinerie und einer unbekannten Elektronik. Keine leichte Aufgabe, nicht einmal, wenn die nachzubildende Technologie hier auf der Erde entwickelt wurde. Der B-29-Bomber ist wohl das beste Beispiel für Reverse Engineering. Während des Ersten und Zweiten Weltkrieges und auch während des Kalten Krieges hat das Militär Reverse Engineering mit feindlichen Flugzeugen betrieben. Es gibt berühmte Fälle, in denen den USA ein russisches Flugzeug in die Hände fiel und sie die weiterentwickelten Teile analysierten und nachbauten. Die Russen machen das Gleiche andersherum. Es ist unbestritten, dass viele Länder regelmäßig die Technologie anderer Länder analysieren und kopieren. Tun sie dies auch mit Objekten, die nicht von dieser Welt stammen? Stalin befahl, wenn wir eine B-29 bekommen, versucht, sie nachzubauen. 29. Juli 1944. Ein B-29-Bomber mit Triebwerksproblemen muss in Wladiwostok in der damaligen UdSSR notlanden. Ähnliches passiert später noch zwei weiteren Maschinen. Eine vierte stürzt in Sibirien ab. Die Sowjets behalten die Flugzeuge. Ihre Reverse-Engineering-Anstrengungen resultieren in der Tupolev Tu-4. Die Russen hatten den Befehl, die B-29 Bolzen für Bolzen nachzubauen. 105.000 Einzelteile. 5.000 Pieces. Ironischerweise ist eine komplexe Maschinerie nicht immer die größte Herausforderung. Die Russen konnten aber nicht alles reproduzieren. Die Russen hatten schon bei der B-29 Schwierigkeiten, einen kleinen Schritt nach vorne zu machen. Was würde dann bei einem UFO einer Zivilisation, die uns ingenieurtechnisch tausende von Jahren voraus sein könnte, passieren? Wir könnten die Teile vielleicht maßstabgetreu nachbauen. Uns würde aber das Wissen über die grundlegenden physikalischen Prinzipien fehlen, nach denen sie funktionieren. Die Behauptung, die US-Regierung befasse sich aktiv mit dem Reverse Engineering außerirdischer Technologien, war schon immer hoch umstritten. Doch unlängst sind Beweismittel in Form von Fotos und anderen Dokumenten aufgetaucht, die angeblich die Nutzung von UFO-Technologien belegen sollen. Endlich ein Beweis oder etwas anderes? Wow! Unsere heutige Alltagstechnologie könnte durchaus vollständig von der intelligentesten Spezies dieses Planeten entwickelt worden sein, nämlich uns. Doch die Vorstellung, dass einige dieser Entwicklungen auf außerirdischer Intelligenz beruhen, ist noch immer faszinierend. So auch diese Fotos, angeblich von Militärdrohnen, deren Design von UFOs inspiriert wurde. James Carrion, Leiter des Ufologennetzwerks MUFON, erkennt Ähnlichkeiten zwischen den Fotos der angeblichen Drohne und einem Absturz in Pennsylvania.
Am 9. Dezember 1965 berichten Tausende von Menschen aus 6 US-Bundesstaaten und einem angrenzenden kanadischen Bundesstaat, einen hellen Feuerball am Himmel gesehen zu haben. Aufzeichnungen panischer Anrufe von Augenzeugen existieren bis heute. Plötzlich war ein großer weißer Feuerball am Himmel. 5:02 erschien ein Objekt am Himmel. Berichten zufolge fallen Metalltrümmer vom Himmel über Nord-Ohio und das Objekt verursacht mehrmals einen Überschallknall über West-Pennsylvania. Augenzeugenberichten zufolge landet es in einem Waldgebiet außerhalb von Kecksburg, Pennsylvania, 50 Kilometer südöstlich von Pittsburgh. Die örtliche Feuerwehr eilt zur Absturzstelle, doch das US-Militär hat das Areal bereits abgesperrt. Die Soldaten transportieren das Objekt angeblich an einen geheimen Ort, wahrscheinlich die Wright-Patterson Air Force Base bei Dayton, Ohio. Die offizielle Erklärung: ein Meteoriteneinschlag. Doch zahlreiche Augenzeugen und Publikationen spekulieren, es sei ein UFO gewesen. Mit einer Schlüsselrolle im Reverse Engineering Programm der US-Regierung. Wenn man sich die Augenzeugenberichte aus Kecksburg anschaut, fällt auf, dass sie übereinstimmend aussagen, das Objekt habe eine Kursänderung um 25 Grad vollzogen, wie durch intelligente Kontrolle. Sie behaupten ebenfalls, dass es sich um ein intaktes Schiff handelte, das an der Absturzstelle einen Graben hinterließ, nachdem es die Bäume durchbrochen hatte. Es soll vom Militär intakt geborgen, auf einen Lastwagen geladen und abtransportiert worden sein. Carrions Nachforschungen ergaben, dass mehrere Augenzeugen des Kecksburg-Absturzes seltsame Symbole bemerkten, die sich auf der Unterseite des UFOs befanden. Als die Stadt ein Denkmal zur Erinnerung an den Vorfall errichtete, wurden diese Symbole gut sichtbar darauf eingraviert. 40 Jahre später erscheinen dieselben Symbole wieder, anscheinend in einem völlig anderen Zusammenhang. Wir können also die Ähnlichkeit der Symbole auf der Drohne und denen in Kecksburg erkennen. Falls die Carrot-Dokumente echt sind, könnte dies vermuten lassen, dass sich die US-Regierung an private Unternehmen wendet, um Reverse Engineering durchzuführen. Private Firmen haben nämlich den Vorteil, gesetzlich nicht dazu verpflichtet zu sein, ihre Forschungsarbeit offenzulegen. Das Objekt auf diesem Bild bewegt sich entgegen aller physikalischen Gesetze. Die Gewichtsverteilung ist zum Beispiel völlig ungleichmäßig. Es könnte unmöglich mit hoher Geschwindigkeit fliegen. Das würde auf ein Wunder der Technik hinweisen, das weit jenseits von dem liegt, was wir verstehen können. Vielleicht ist es von einem Kraftfeld umgeben, das die Aerodynamik kontrolliert. Das ist zwar pure Spekulation, aber wir müssen die physikalischen Tatsachen mit einbeziehen. Haben Sie sie analysiert? Ach ja, diese Drohnenbilder. Dr. Bruce Maccabee war ein Physiker im Dienst der US Navy, der sich auf Fotoanalyse spezialisiert hat. Ted Agworth und er untersuchen die Fotos der Drohne. Die Bilder stammen aus dem Internet. Was wir hier sehen, ist keinesfalls ein aerodynamisches Objekt. Stimmt. Falls es echt ist und dort herumfliegt, bedient es sich einer ungewöhnlichen Technik. Es könnte vielleicht sehr wenig wiegen und auf einem Luftkissen schweben. Es wird deutlich, dass diese Objekte, falls sie real sein sollten, nicht den üblichen aerodynamischen Regeln unterliegen. Um fliegen zu können, müssten sie eine unbekannte Form des Auf- und Vortriebs benutzen. Die Bildqualität ist meist sehr schlecht. Bei diesen Militärdrohnen haben wir jedoch anscheinend eine hohe digitale Bildauflösung. Moment mal, fehlen da nicht Teile?
Ist das eines der ersten? McAbee bemerkt, dass sich eines der ersten Fotos, angeblich im Mai 2007 aufgenommen, von einem anderen, zwei Monate jüngeren, unterscheidet. Das neuere Foto zeigt ein weiterentwickeltes Objekt. Ist das älter? Es ist weiterentwickelt. Sie erkennen in der Fotoserie also einen Fortschritt. Man erkennt, welches die ursprüngliche Version war. Sie hat Dornen, die herausragen, und eine runde Rumpfform wie ein Donut, einen Schwanz an der Seite und einen weiteren Dorn am Heck. Ja, aber in den folgenden Bildern scheint das Objekt größer oder mit mehr Teilen ausgestattet zu sein. Es sieht aus, als ob das Objekt entweder neue Teile installiert bekam oder jemand ein Computermodell erstellt hat, das im Verlauf der Fotoserie verfeinert wurde. Das gesamte Material, das uns bis jetzt zu diesen Drohnen präsentiert wurde, basiert auf der Aussage eines Mannes namens Isaac. Ich brauche Beweise, um das zu untermauern. Wir müssen weiter nachforschen, um zu überprüfen, ob etwas von dem tatsächlich wahr ist. Realität oder Schwindel? Die Suche nach der Wahrheit bringt nur weitere Facetten des Rätsels hervor. Diese Fotos, die angeblich 2007 in Kalifornien aufgenommen wurden, zeigen ein Objekt, das vielleicht von der US-Regierung durch Reverse Engineering einer außerirdischen Technologie rekonstruiert wurde. Obwohl die Carrot-Dokumente vermuten lassen, dass die US-Regierung für Reverse Engineering private Unternehmen einsetzt, glauben Ufologen, dass wichtige Operationen auf streng geheimen Militärstützpunkten stattfinden. Es gibt zahlreiche Dokumente über unterirdische Stützpunkte und ihre Verbindung zum Reverse Engineering. Die Akte beinhaltet ein inzwischen freigegebenes, streng geheimes Briefing von 1952 für den damals angehenden Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Hier steht streng geheim. Es ist für den neu gewählten Präsidenten Eisenhower bestimmt. Es behauptet, der Absturz in Roswell sei echt gewesen, dass das Wrack auf verschiedene Orte aufgeteilt wurde, einer davon wahrscheinlich Area 51. Zwei Namen stehen seit jeher für Reverse Engineering: Dulcie und Mesa in New Mexico und Area 51. Wissenschaftler und Ingenieure, die dort gearbeitet haben, berichteten von verdächtigen Aktivitäten. Robert Lazar war angeblich einer der Männer, die von der Air Force zur Area 51 geholt wurden, um beim Reverse Engineering der Antriebssysteme dort gelagerter Fahrzeuge zu helfen. Bob Lazar tauchte in den frühen 1990er Jahren auf und behauptete, als Ingenieur in der Area 51 gearbeitet zu haben, angeblich am Reverse Engineering von UFOs. Hier ist eine Geschichte von Bill Uhaus, einem pensionierten Ingenieur aus Las Vegas, der behauptet, er habe an einer EBE gearbeitet, einer außerirdischen Lebensform. Stimmt. Ein weiterer Militärstützpunkt, der angeblich Reverse Engineering betreibt, befindet sich unterhalb der Stadt Dulcie. Dulcie ist eine streng geheime unterirdische Militärbasis. Der US Army zufolge ist es das am stärksten untertunnelte Gelände der Welt. Seit den 1940er Jahren wurden in vielen Bundesstaaten Tunnel gegraben und eben auch im Fall Dulcie. Ich weiß, dass diese tief untertunnelten Stützpunkte zum Schutz vor beispielsweise Nuklearangriffen gebaut wurden. Doch werden sie auch für Reverse Engineering genutzt? Das kann man nicht mit Sicherheit sagen. Ein geheimnisumwittertes Thema ist immer ein leichtes Ziel für Schwindler.
Die heutige digitale Fototechnik macht es ihnen leicht. Das heißt aber nicht, dass diese Fotos gefälscht sind. Ted trifft sich mit Computergrafikspezialist Phil Crescenzo in seinem Studio in Agoura, Kalifornien, um die Fotos der Drohnen zu analysieren. Das Licht auf den Objekten scheint aus diesem Winkel zu kommen. Ich bin nicht sicher, ob das derselbe Lichtwinkel wie auf dem Telefonmast ist. Das ist zumindest irreführend. Phil bemerkt, dass alle Fotos das Objekt in Bewegung auf eine bewaldete Fläche zu oder von ihr weg zeigen, aber nie darüber. Keines dieser Bilder zeigt das Objekt hinter den Bäumen. Man sollte doch meinen, dass, wenn man ein solches Motiv hat, man ständig auf den Auslöser drückt. Eine oder zwei dieser Aufnahmen sollten eine Menge mehr Blattwerk im Vordergrund haben. Es ist natürlich viel einfacher, etwas zu manipulieren, wenn man nur diese geraden Linien hier hat. Es fällt auf, dass das Objekt in der ganzen Bilderserie niemals hinter etwas ist. Das ist entweder ein genialer Schwindel, oder ein echtes Bild. Das wirft die Frage auf, wie fälscht man solche Bilder? Erinnern Sie sich an den Bildausschnitt, den ich Ihnen gezeigt habe? Das ist er hier. Ich habe das gestern aufgenommen und einen Platz für ein Objekt freigelassen. Ich habe kurz die Lichtverhältnisse geprüft und dann ein dreidimensionales Objekt eingepasst. Fügt man es hier ein, ergibt das ein ziemlich starres Bild. Für mich sieht es aus, als sei das Objekt nur aufgesetzt. Aufgesetzt, genau. Zuerst würde ich ein wenig Bewegungsunschärfe hinzufügen. Das weisen selbst Objekte auf, die sich nur langsam bewegen. Gibt es sie auf den Drohnenfotos? Das ist eine Sache, die mir darauf fehlt. Ich sehe keine Rotation und keine Bewegungsunschärfe. Das Objekt scheint still zu stehen. Und das passt nicht dazu, dass das Objekt über die Telefondrähte fliegen und sich in diesem Bereich bewegen soll. Jetzt fehlt nur noch die Körnung des Hintergrundes auf das Schiff zu übertragen. Schauen Sie sich das an. Es sieht auf jeden Fall besser aus, nachdem Sie die Effekte eingefügt haben. Genau. Es ist beeindruckend. Es sieht nahezu echt aus. Mit etwas Zeit kann man sehr überzeugende Bilder herstellen. Nach diesen Analysen würden Sie sagen, dass die Bilder echt sind oder Schwindel? Ich würde sagen, sie sind im Computer entstanden. Wir konnten nicht abschließend beweisen, ob die Bilder gefälscht sind. Wir konnten aber auch nicht beweisen, dass sie echt sind. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Mein Fazit: Wir können aus der Bilderserie nicht schließen, dass wir ein echtes UFO sehen. Falls die Carrot-Fotos und Dokumente Fälschungen sind, dann sind sie sehr gut gemacht. Jemand muss viel Zeit mit ihrer Herstellung verbracht haben. Aber warum? Warum bleiben alle, die diese Fotos gemacht haben, anonym? Niemand ist an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, ich habe diese Fotos gemacht. Riecht also nach Schwindel. A hoax? Lesen wir zwischen den Zeilen. Mein Hauptverdacht lautet Desinformation. Will jemand echte Alien-Technologie verstecken? Will jemand vertuschen, dass Außerirdische hier waren? Oder will man nur eine supergeheime Waffe schützen? Mein Fazit ist, es gibt hier ein großes Geheimnis, das um jeden Preis geschützt werden muss. MUFON möchte dieses Geheimnis lüften. Es ist allgemein bekannt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg revolutionäre neue Flugzeugdesigns erprobt wurden.
In den 1950er Jahren haben die meisten Firmen ihre Technologien selbst entwickelt, anstelle auf Reverse Engineering zurückzugreifen. 1953 stellte die kanadische Firma Avro das Projekt Y2 vor. Meine echte fliegende Untertasse. Das Avro-Fahrzeug war eine 5,5 Meter durchmessende Scheibe, die einen Turbopropeller für den Auftrieb benutzte. Doch selbst nach einem millionenschweren Aufwand an Forschung und Entwicklung konnte es keine 3 Meter hochsteigen und erreichte nur eine Geschwindigkeit von 37 km/h. Andere scheibenförmige Fluggeräte waren instabil und damit nicht flugtauglich. Doch ein Mann behauptet, er habe geholfen, eine funktionierende fliegende Untertasse für ein Privatunternehmen in Oklahoma gebaut zu haben. Etwas passierte an Bord dieser Maschine. Ralph Ring ist ein Techniker, der in den 1950er und 60er Jahren eng mit Otis Carr zusammenarbeitete, einem Erfinder, der angab, ein Schüler von Nikola Tesla gewesen zu sein. Carr glaubte, er könne eine flugfähige Scheibe bauen, und Ralph Ring behauptet, er habe es geschafft. Wie sind Sie Otis Carr begegnet? Ein Freund hat mich einer Gruppe vorgestellt, die sich mit wissenschaftlichen Themen beschäftigte. Sie brachten uns mit Carr und seinen Mitarbeitern zusammen und wir tauschten Ideen aus. Wir entschieden uns, zusammenzuarbeiten, um Raumschiffe zu bauen. 1958 beginnt Otis Carr in Oklahoma mit dem Bau der OTX-X1, einer fliegenden Untertasse mit ca. 15 Metern Durchmesser. 1959 beschreibt er seine Erfindung in Long John Nebels Radioshow. Wir haben ein völlig sicheres Fluggerät, das seinen Treibstoff nicht innerhalb von Sekunden verbrennt. Es kann ebenso leicht nach Baltimore fliegen wie auf den Mond. Carr behauptet, Nikola Tesla hätte ihn in geheime Theorien und Technologien eingeweiht. Dafür gibt es allerdings keine unabhängige Bestätigung. Später behauptet Carr, er habe drei elektrisch geladene UFOs gesehen, die ihn auf die Idee brachten, Teslas Vorstellungen in eine neue Antriebsform umzusetzen. Wir können auf unglaubliche Geschwindigkeiten beschleunigen. Ich und zwei weitere Ingenieure wurden ausgewählt und stiegen ein. Ralph und die Ingenieure waren die ersten Passagiere. Etwas passierte an Bord der Maschine. Können Sie das genauer sagen? Wir gingen an Bord und Carr sagte, dass wir das Schiff auf eine bestimmte Vibrationsfrequenz bringen würden, die ein aquamarines Leuchten verursacht. Sie starteten das Schiff. Danach war es innen in diesem hellen Aquamarin erleuchtet. Dann sagte er, okay, das war's. Kommt mit nach draußen zum Debriefing. Das war das Ende des Experiments. Ring erinnert sich, dass das Ganze nur 15 Sekunden dauerte. Doch in dieser kurzen Zeitspanne geschah etwas Außergewöhnliches. Er sagte, ihr seid gerade 16 Kilometer weit geflogen und zurückgekommen. Durch die Vibration kam es euch wie 5 bis 10 Sekunden vor, aber tatsächlich waren es 15 Minuten. Er sagte, kontrolliert eure Taschen. Wir trugen damals diese Overalls. Wir leerten unsere Taschen aus. Die waren voll mit Steinen, Ästen und Gras. Und wir fragten uns, wo kommt das her? Die Materialien, die Ring in seiner Tasche fand, stammten angeblich aus einem 16 Kilometer von der Versuchsstätte entfernten Gebiet. Er versichert, dass er sie vor dem Test des Schiffes nicht bei sich hatte.
Wie kommt es, dass wir uns an nichts erinnern? Er sagte, eure Gehirne hatten ihre maximale Aufnahmefähigkeit erreicht. Gab es irgendwelche Zeugen, die mit dem Versuch nichts zu tun hatten? Ja, es gab jemanden, der zu dieser Zeit Polizist in Apple Valley war. Er und sein Freund haben das Schiff gesehen. Er fragte in einer E-Mail, hattet ihr Overalls an? Was ich bestätigte. Dann habe ich euch gesehen. Ihr wart nur ein paar Minuten da und verschwandet dann. Sie wussten nicht, was da vor sich ging. Sie fühlten Vibrationen und sahen ein helles, blaues Licht. Sie wurden 16 Kilometer weiter gesehen, ohne das Gefühl, sich bewegt zu haben oder sich an den Flug erinnern zu können. Das klingt fast so wie eine Entführung durch Außerirdische. Otis Carr hat genau dieselben Methoden wie Sie benutzt. Können wir uns einen Moment über die physikalischen Prinzipien dieses Phänomens unterhalten? Die einzige Erklärung, die ich Ihnen geben kann, ist, dass bei einer bestimmten gemeinsamen Resonanzfrequenz zwei Körper miteinander verschmelzen und sozusagen eins werden. Da Ring kein Physiker ist, hat er nur eine begrenzte Vorstellung von Carrs Theorien, bis auf die Tatsache, dass er glaubte, man könne Objekte durch Raum und Zeit bewegen, indem man eine Harmonie zwischen der Resonanzfrequenz eines Start- und Zielortes herstellt. Resonanz entsteht bei der Frequenz, die ein Objekt in Schwingung versetzt. Jedes Material hat eine spezifische Resonanzfrequenz. Eine Stimmgabel mit der Frequenz des Tones C hat zum Beispiel keine Wirkung auf eine mit der des Tones D. Doch wenn beide denselben Ton haben, dann versetzen sie sich gegenseitig in Schwingung. Ein weiteres Beispiel ist ein Kristallglas, das durch eine bestimmte Frequenz so stark in Schwingung gebracht werden kann, dass es zerspringt. Wir müssen bedenken, dass unkonventionelle Denkansätze oft nur zögerlich akzeptiert werden. Viele große Denker der Geschichte wurden nicht ernst genommen. Einstein wurde für die Relativitätstheorie ausgelacht. Robert Goddard, der Vater der amerikanischen Raketentechnik, behauptete, der Mensch würde eines Tages ins All fliegen. Und die Leute sagten, das wird nie passieren. Deswegen würde ich Ralph Ring Geschichte über unbekannte Energiefelder nicht so einfach abtun. Carrs Theorien sind so weit von den uns bekannten physikalischen Gesetzen entfernt, dass sie wie aus einem Science-Fiction-Film klingen. Doch als John Tyndall in seinem Labor Resonanzfrequenzen auf ein Objekt richtete, fand er zu seinem Erstaunen heraus, dass ein Teil von Carrs Behauptungen wahr sein könnte. Ich weiß nicht, welche Resonanzfrequenz Carr benutzt hat, aber ich habe hier eine akustische Schwebebox gebaut, in der Resonanzfrequenzen diese kleinen Becher zum Schweben bringen. In dieser akustischen Schwebebox werde ich den Plastikbecher nur mit Hilfe von Schallwellen bewegen und schweben lassen. Ich stelle den Becher in die Resonanzbox. An der Box befinden sich drei Lautsprecher, einer im Deckel, einer an der Seite und einer hinten. Sie repräsentieren die drei Dimensionen des Raumes. Die X-, Y- und Z-Achse kontrolliere ich mit diesen drei Oszillatoren. Es ist erstaunlich, wie wenig Energie man braucht, wenn man die richtige Frequenz erwischt. Hier. Das ist sie. Die Oszillatoren sind auf die Resonanzfrequenz der Box eingestellt, die sich in Harmonie mit dem Ton aus den Lautsprechern befindet und diese verstärkt. Die starken Vibrationen schaffen eine stehende Schallwelle, auf deren Amplitude der Becher reitet, fast wie ein Surfer auf einem Wellenkamm.
Da habt ihr es. Unglaublich. Wow. Kannst du ihn wieder umdrehen? Mal sehen. Toll. Tindall hat demonstriert, dass ein Objekt mit Hilfe von Schallwellen bewegt werden kann. So ähnlich stellte sich Carr den Antrieb seines Schiffes vor. Wenn man die Resonanzfrequenz findet, ist die Hölle los. Was genau hat das mit Otis Carrs Experimenten und UFO-Technologie zu tun? Wenn er eine bisher unbekannte Äther-Resonanzfrequenz entdeckt hat, dann könnten seltsame Dinge passiert sein. Ich glaube, das ist ziemlich weit hergeholt. Es passt in keines unserer wissenschaftlichen Modelle. Aber die Idee, Energie mittels resonanter Schallwellen zu bündeln, ist interessant. Eine solche Theorie, Schallwellen zur Fortbewegung zu nutzen, mag vielleicht vor 25 Jahren absurd geklungen haben. Aber wie sieht es in 25 Jahren aus? Nach all den Nachforschungen, die wir zum Thema Reverse Engineering angestellt haben, muss ich sagen, ich bin immer noch skeptisch. Die Aussagen, die wir bis jetzt haben, stammen zwar von glaubwürdigen Personen, aber jeder hat nur einen Teil des Reverse Engineering gesehen. Was ist mit den anderen namhaften Leuten, mit denen wir gesprochen haben? Bernard Rundell und John Schisler von MUFON. Sie geben an, von der Existenz von Reverse Engineering zu wissen und Menschen zu kennen, die sich damit beschäftigen. Ich sehe keinen Grund, das anzuzweifeln. Warum auch? Wir haben immer noch kein Raumschiff. Es ist leicht zu fragen, wo ist das UFO? Es ist unser Job, danach zu suchen. Werden wir es finden? Höchstwahrscheinlich nicht, denn es wird versteckt gehalten. Die Wahrheit über das Reverse Engineering von abgestürzten UFOs wird wohl nie ans Licht kommen. Es gibt keine greifbaren Beweise, nur widersprüchliche Augenzeugenberichte. Es ist allerdings unumstritten, dass Reverse Engineering mit irdischen Technologien stattfindet. Wir spielen mit Zeitreisen, mit Telekinese, mit Psychokinese. Wir spielen mit einer ganzen Menge von Dingen, die sich außerhalb unseres Vorstellungsvermögens befinden.